Freunde, herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Wir checken den Reddit aus. Wir sind frisch aus dem Snowtrip. Wahrscheinlich gibt es ein paar Sachen darüber. Ich bin sehr gespannt, wenn euch das Ganze gefällt. Lasst einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was sagst du hier? Für echt, für echt. Nazis blockieren, wo immer sie appieren. Oh shit, okay. Okay, wir fangen an direkt mit was Politischem. Geil. Ey, ich freue mich schon unfassbar auf die Kommentare. Aber Big Up von Moneyboy. Ich check manchmal Bastis Chat nicht. Mit welchen Controller spielst du? Okay, und dann der zweite. Ja, okay, das ist stark. Den habe ich nicht kommen sehen. Was ist das hier? Wie enttäuschend. Ich kann nicht glauben, dass ich das hier schreiben muss, aber ich werde meinen Dick nicht bei den Motorgames leaken. Ich weiß nicht, wer das Gerücht in die Welt gesetzt hat und falls ihr euch deswegen ein Ticket geholt habt, tut es mir leid. Wie kann man die Tickets zurückgeben? Ist das ehrenlos. Ich werde meinen Dick zeigen, Freunde, diesen Sonntag. Holt euch Tickets. Kann das Kevin auch mal machen? Warte mal, den Basti-Stream habe ich irgendwie verpasst, Leute. Wann war denn der? Ich würde mir da gerne nochmal das Wort angucken wollen. Das war der beste Stream. Mann, Junge. Ist das scheiße. Snowtrip ist vorbei. How are we feeling, guys? Wow. Bro, das ist krass. Bro, das ist ein richtig süßes Bild. Ich finde, Hugo hat ein bisschen viele Haare auf dem Bild, aber ansonsten sehr, sehr gelungen. Viel lieber an Knee Band 8. Scheiße, Kevin muss zum Elton-Abend. Ja, so. Gut, dann haben wir auch nach den guten Posts mal wieder einen beschissenen Post. Danke. Hier wird nichts verpasst. Was ist das? Oh mein Gott, Bro. Ey, Noto, genauso habe ich es mir vorgestellt. Ja, genauso habe ich es mir vorgestellt. Vor allen Dingen, früher musste man sich noch so die Kopfhörer so durch den Ärmel wickeln, und damit es dann ins Ohr geht. Heute hat man AirPods, Bro. Ich glaube, heute im Unterricht was zu gucken ist so leicht wie noch nie, sage ich. Das ist krass. Berufsschule hat nicht gebockt, deswegen habe ich das hier gemacht. Achtung, ein bisschen flashy lights. Ich habe Angst. Leben ohne Rauschmittel. Lecker Bierchen. Das ist der Content, den wir hier im Sub bauen. Yes, Upvote. Guter Post. Daran sieht man, dass Deutschland noch echte Männer hat. Ja, die letzten echten Männer in Deutschland, Chat. Ja, nicht diese verweichlichte Scheiße. Jojo. Die Friese ist es nicht. Hey, siehst du schon was vor heute Abend? Ey, ich finde Real Talk, okay? Thema Edgar. Ich finde, auf diesen Bildern geht die Frisur hart. Ist mir scheißegal, was ihr seid. Ich finde hier, Bro, ich finde, es geht hart. Also klar, ich habe hier vorne den Wirbel und es ist so ein bisschen goofy hier und so, ne? Steht ein bisschen ab. Aber ich sag, es geht hart hier. Haha, scheiße. Oh mein Gott. Ja, okay, wegen mir hart scheiße. Die Jungs sind beim Pizmeet-Event dabei. Es ist wirklich absolut bodenlos, ne? Und das sind die Bilder, die sie geused haben, Bro. Von wieder ein einigermaßen cooles. Dominik haben sie ein AI-generiertes Bild genommen. Und bei mir, naja. Da gab es wahrscheinlich nur das, oder? So dumm, Alter, wirklich. Was ist in Kanada mit Kevins Arm passiert? Hm? Bro. Mann, Digga. Mann, ja. Mann, Leute, Alter, was eine Scheiße, Bro. Ist das dumm. Die geben mir dieselbe Energie. Ey, was soll ich sagen? Es war bequem, you know? Es war bequem. Bro, die haben bei uns auch immer nur reingeschnitten, wenn wir gepennt haben bei Seven vs. Wild. Wir haben da so viel gemacht, ne? Bro, wir haben halbe Häuser da gebaut, Bro. Haben die alles rausgeschnitten. What the fuck? Warum sieht Kevin mit einem Bart so hot aus? Bro, können wir aufhören, alle zu sagen, dass ich da mega geil war? Aber, Bro, ich habe Marsha angerufen und sie war so, holy shit, siehst du hot aus. Und ich habe so jetzt dieses Video gepostet, was ich direkt nach Seven vs. Wild aufgenommen habe. Und die Kommentare sind nicht so, hey, ich bin stolz, dass ihr es geschafft habt oder so. Die Kommentare sind nur, oh mein Gott, Kevin mit Jawline, dass ich das noch erleben darf. Ihr verfickten Wichser. Ist das krank? Ich werde in 2024 den großen Gym-Arc hitten. Und das Ziel Ende des Jahres ist die Jawline-Chat. Wie schafft man es eigentlich als Millionär, so obdachlos auszusehen? Bro, ich hatte einen verfickten Helm auf. Bro, was denkt ihr, dass auf einmal ich setze Helm ab, auf einmal kommt ein Stylist an und stylt mir die Haare neu oder was, Junge? Ist das krank? So funktioniert das nicht, Chat. Was machst du, wenn die dein Girlfriend ficken? Boah, Männer. Ja, mitficken. Holy shit. Miguel ernsthaft heiß. Warte. Das klingt so, als wäre der Rest nicht so ernsthaft heiß. Was soll die Scheiße, Bro? Wholesome, wie sie Kevin weiter vorne stehen lassen, damit er größer wirkt. Ihr gottverdammten Loser, ihr fuckt mich alles ab. Shut the fuck up, Chat, ich bin nicht so klein.
Bruder, ich hab gesessen. Ich hab gesessen, Alter. Ey, wirklich. Ihr müsst aufhören, jede Möglichkeit, die es gibt, zu nehmen, um zu zeigen, dass ich klein bin. Upvote this, so when people search Thiago, this picture will come up. Ja, danke. Wegen dem verkackten Post, Bro, haben so viele Leute mir geschrieben, warum man Thiago googelt und mein Gesicht kommt, Junge. Das ist so dumm. Das ist so verfickt dumm. Das ist so dumm, Alter. Hat Kevin einen kleinen Wortschatz? Bro, das habe ich auf Twitter schon gesehen. Und das muss fake sein. Und ich glaube, es ist auch fake. Das hier ist Number of unique words used by Twitch-Streamer in last 1000 hours streamed. Und angeblich bin ich auf einem Level fast mit Hugo. Was, Bro, das muss Cap sein. Und Basti ist angeblich auf Platz 1. Das ist kranke Scheiße, Bruder. Das ist kranke Scheiße. Das ist kranke Scheiße. Ich denke, ich wäre ganz normal irgendwo hier in der Mitte, okay? Und das Einzige, was bei Basti die specialigen Wörter wären, wären irgendwelche Minecraft-Items vielleicht. Oder irgendwelche Hauptstädte, die Basti sagt. Okay? Was haben die Leute geschrieben? Zum Glück wird ab und zu auch etwas aus dem Chat vorgelesen, sonst wäre es noch schlimmer. Yo, top, Digga. Basti, neue Goethe. Yo, super, Jungs. Ist das krank, nächster Post. Der Post ist einfach nur ekelhaft. Bro, das ist von Hugos Bestrafung, wo er in einem Raum eingesperrt war. Und man konnte nur mit ihm kommunizieren über Donations. Oh mein Gott, so schlimm. Der Arme, wirklich, er tut mir richtig leid. Digga, diese Socken. Bodenlos, wirklich, bodenlos. Der scheint seine Socken im selben Intervall zu wechseln, wie er sein Lörres wäscht. Also gar nicht. Stark, stark. Bro, woher habt ihr dieses Bild, Bro? Erinnert mich irgendwie an Psycho-Andreas. Okay. Würde ich so nicht essen. Digga, ist das krank. Es liegen Jahre zwischen diesen Bildern, aber Kevin sieht immer noch genauso scheiße aus mit der Kamera an der Stirn. Danke, Bro. Das ist krass. Ja, der einzige Unterschied ist, dass das hier eine Action-Cam ist, die dafür gedacht ist. Und das hier ist eine Logitech-Webcam, mit der man irgendwelche Skype-Calls früher gemacht hat, Bro. Ja, und ich habe dir das einfach nur in den Snapback reingeklemmt. Chat, wir haben einer der ersten IRL-Streams gemacht. Kranke Scheiße. Typischer Tag im Leben des Lattenseps. Also, wenn es euch gefällt, viel Spaß. Fuck. Wie denn der Nutten? Ich wusste nicht, dass er das gefilmt hat. Und heute haben wir Tag 3. Wir waren Bro, das sieht wirklich aus, als hätten wir so ein übelstes Produktionsteam, Bro. Junge, wie Mike auch noch so Miguel so langsam guidet, damit er nicht hinfällt, Junge. Das ist krass, Digga. Was ist das hier? Was macht Papa Platte da? Kleiner Reminder, dass fast alles auf Instagram nur eine Frage der Perspektive ist. Das bin ich nicht, Chad, okay? Fusion aus Papa Platte, Rumatra und Nova. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich seh's. What the fuck? Das ist krass. Das ist krass. Okay, warte, das hier ist not safe for work. Was ist das? Arschficken in der Sauna mit Amateurschwulen. Junge, ist das krank. Weiß Marsha von Maria. Wer ist die Freundin von Papa Platte? Maria. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Marsha ist der Spitzname für Maria. Marsha heißt mit vorne Maria. Okay, für die Leute, die jetzt irgendwie die Welt zusammenbricht. Glaubt ihr mir das gerade nicht? Das ist mein Ernst. Denkt, ich bin Two-Time Champion und hab Fick 2 oder was? Chat, mach ich, aber spielt doch jetzt mit. What the fuck? Spielt doch mit, what the fuck? Chat, glaubt mir nicht, dass du Maria mit Vornamen heißt. Ja, heiß ich auch nicht. Spaß. Ja, ich heiße. Ja, okay, ich fick eine andere. Ich fick eine Marsha und eine Maria. Ja, okay. Jetzt ist die Wahrheit raus. Ja, ich heiße Maria. Was jetzt? Ja, jetzt kannst du wieder gehen. Jo, danke. Top. Ciao, ciao. Habe den Schnee gut genutzt. Nein, Bro, nein. Diese Community ist ein Haufen Scheiße, Bro, wirklich. Von dem würde ich mich verspeisen lassen. Der Schneemann ist auch ganz okay. Oh mein Gott, ist das dumm. Der Fanclub ist klein, aber ich bin jedes Mal happy, wenn ich Ed sehe. Wer ist Ed? Ed aus dem Edeltop macht mich immer glücklich. Bro. Was? Was ist das? Bro, dieses E und das D sieht aus wie so ein Gomme HD Minecraft Kopf oder so. Das ist so ein Smiley einfach. Oh mein Gott. Die richtige Reihenfolge. Er rankt hier in den Kommentaren einfach meine Freunde nach Lustigkeit. Rätsel wird auf Platz 1. Ed,
das E und das D vom Edeltalk-Logo ist auf der 2. Dann kommt Lena, die legit vielleicht einmal im Jahr einen Satz in meinem Stream sagt. Dann kommt Marsha und dann komm ich, Bro. Danke, Digga. Danke, Digga, dass du den Kommentar geschrieben hast. Mega fresh. Danke, Doc. Ah, perfekt, ich hab refreshed. Gut, hab auch so den refreshed. Das war's dann anscheinend mit der Folge, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, ja, lasst doch gerne den Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Psychose, Paar Platte Reddit. In dem Sinne...